Und damit willkommen zurück zu einer weiteren Episode von Plague Tale. Unser Schiff ist da vorne. Wir wurden geentert und Hugo ist bei dem Grafen, der echt einen an der Klatsche hat. Und ja, mal schauen, wie es jetzt weitergeht. Aber echt schöner Strand. Ja, und noch dazu wurden wir angeschossen. Sophia und Lukas? Etwas mitgenommen. Der Junge, er hat eine Wunde gesäubert. Geht ihm gut. Sie sind zum Wrack, suchen nach Vorräten. Zum Glück sind sie am Leben. Sie wollen dich sicher sehen. Hier durch. Komm, langsam. Reiß die Wunde nicht wieder auf. Ja. Ich versuch's. Ich glaube, dein Trank wirkt langsam. Ich hätte diese Mane von Graf töten können. Du konntest nicht gewinnen, Anno. Es ist zerstört. Es wird nie wieder segeln. Boote kommen und gehen. Aber es ist das Meer, das Sophia trägt. Du weißt, was ich meine. Bewahre dir das, was wichtig ist. Denn wenn es weg ist... Danke. Wir holen ihn zurück. Wahrlich ritterliche Worte, Arno! Nein. So etwas wie euch habe ich noch nie gesehen. Wo ist mein Bruder, du Mistkerl? Sicher in meinem Besitz. Solange, bis er mir dient. Und bis er deinen Kopf rollen sieht. Und weiß, dass die alte Welt verbrennen muss. Scheißkerl! Ich kümmere mich drum. Ein Scheiß bist du. Hör doch nur einmal auf mich. Wieso? Damit du Rache üben kannst? Damit du deinen Bruder retten kannst. Er wird mir schon sagen, wo Hugo ist. Ja, so viel zum Finden vom Grafen. Gib mir Deckung und pass auf. Das gleiche nochmal. Der gehört mir. Tötet das Mädchen. Ich bin bei euch, mein Herr. Wir holen euch da raus! Ihr geht nirgendwo hin! So, verdammter Trottel! Was hast du mit dem Jungen? Er ist mein heilige Waffe! Das Kind geht! Lass uns vorbei! Dein böses Werk wird nicht gelingen! Fein? Scheiße. Leute. Fuck. Ja, fuck, und das sind da noch mehr. Okay, und einmal anzünden. Schnell weg hier. Kann ich was gegen dich da oben tun? Wir müssen eine Kur finden, bevor er... Hör auf mit dem Scheiß, Victor. Wo ist er? Ist dir doch egal. Du willst doch nur meinen Tod. Falsch. Was mache ich jetzt gegen den Bogenschützen da? Ich muss, glaube ich, dahinter. Ja, das Ganze müssen wir dann nochmal machen. Oh, oder auch nicht. Er denkt, ich bin tot. Und gibt sich der Makula hin. Was zum... Was, ey? Nach allem, was passiert ist, hast du ihn dorthin gebracht? Halt's Maul! Ich kümmere mich darum! Öffnet die Augen! Es ist zu spät! Alle werden sterben!
Und er... Er... Anno! Wir müssen sofort los! Ihr geht nirgendwo hin! Ja. Was soll ich jetzt genau machen? Was ist das? Hexerei! Sie hat uns verzaubert! Tötet sie schnell! Ihr Idioten! Seht es doch endlich ein! Das ist eure letzte Chance! Warum kämpfst du Seite an Seite mit dieser Hexe, Arno? Willst du denn einen Sohn? Fuck! Ich hasse es, ich hasse es. Wobei, ich kann jetzt gleich mit... Verflucht, was ist das? Hexerei! Sie hat uns verzaubert! Tötet sie schnell! Ihr Idioten! Seht es doch endlich ein! Das ist eure letzte Chance! Warum kämpfst du Seite an Seite mit dieser Hexe, Arno? Willst du deinen Sohn ersetzen? Ja! Sein Blut klebt an... Schnell weg hier! Es war Krieg! Du hast uns im Stich gelassen! Aber du kannst es wieder gut machen. Nein, 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 nein! Ach, verdammt! Weg, 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 weg! Fuck! Du hast unsere Insel zerstört und uns die hellen Tage geraubt! Gib mir meinen Bruder zurück oder du wirst alles verlieren! Ich würde dich so gerne töten. Aber ich lasse noch genug von dir übrig, damit du mir sagen kannst, ja, was die Ruhe ist. Selbstbewusst. Mein Herr, wir müssen fort. Jetzt. Wir bringen es zu Ende. Komm, ich muss dich nur einmal anzünden. Sie versucht euch zu retten, ihr Arschlöcher. Nein, nein, nein. Ach, Mann. Ich hasse diese Abschnitte, ganz ehrlich. Verflucht, was ist das? Okay, schnell weg. Sie hat uns verzaubert. Tötet sie schnell. Ihr Idioten! Seht es doch endlich ein! Das ist eure letzte Chance! Warum? Fuck! Nein, nein, nein! Warum? Ah, jetzt hat die Steuerung nicht reagiert! Willst du deinen Sohn ersetzen? So, schnell weg! Lauf, 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 lauf! Es sind beide tot. Ich würde dich so gerne töten. Aber ich lasse noch genug von dir übrig, damit du mir sagen kannst, wo Ego ist. So selbstbewusst. Wir müssen fort. Jetzt. Okay, dich kriege ich mit dem Stein kaputt. Sie versucht euch zu retten, ihr Arschlöcker. Möge der Glaube meinen Arm führen. Für die hellen Tage. Emily ist tot. Sie Chance, die unsere Welt hatte. Jetzt kniet vor mir nieder. Oder sterbt. Zeit für Frieden. Aber ihr musstet alles ruinieren. Ich hatte. Du hast dich ruiniert mit deinen Lügen. Fuck, 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 fuck. Deine Technik wird nachlässig. Scheiße, was mache ich jetzt gegen dich? Ich habe auch keinen Pfeil mehr. Nein, 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 nein. Das machen wir nicht. Nimm das! Okay, einer weniger. Ihr Idioten, ihr seid der Beweis, dass wir das Leben nicht verdienen! Kleines Geschenk! Fuck, 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 fuck. Oh ja, top, geil. Bitte schön. Scheiße, ich kann kein Feuer mehr machen. Ah, scheiße, 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 scheiße. Ah, jetzt habe ich aber wenigstens Pfeile. Ergreift die Eindringlinge. Ich gehe schon. Okay, wenn er jetzt da wieder da reingehen würde. Nehmt das!
Ach Mann! Kann ich dich töten? Nee, aber Armbrust. Fuck, er kommt. Ich muss hier weg. Ich weiß aber nicht wie. Bleib am Leben. Fuck. Was ist los? Komm. Scheiße, ich kann kein Feuer machen. Ich komm schon zurecht. Scheiße. Sieh dich doch an. Anno, haltet durch. Er gehört mir. Mach sie fertig. Fuck. Scheiße, was mache ich gegen die zwei? Sie sind hier! Ergreift sie! Scheiße. Ich weiß gerade nicht, was ich gegen die zwei machen soll. Ah, so ein Kack. Ja, also sie rennen halt hier rein, ne? Kommt her. Ah, es hat nur einen erwischt. So eine Scheiße. Nochmal machen. Okay, ich habe ihn zweimal getroffen. Aber das hat nicht den Effekt gehabt, den ich gern hätte. Und ich habe jetzt keine Materialien mehr. Was kann ich jetzt noch machen? Ah, ich hab... ich hab einen Pfeil. Da hinten lag auch noch mal kurz was rum. Oh ja, ich hab ihn. Geil. Anno! Fuck, nein, bitte nicht! Nein! Das war's! Du bist alt, zu alt für den Kampf. Und ihr seid so unglaublich dumm. Abisha, wer gehört dir? Ja. Es ist vorbei. Was kann ich tun? Hör auf zu schreien. Entschuldige ich. Bitte nicht. Nein. Die Zeit ist gekommen. Und du hast mir ein gutes Ende beschert. Er ist ein guter Junge. Und du... Ich weiß.
wird die Sonne töten. Der Nebel. Hast es geschafft, du Idiot. Wir sind dir was schuldig. Er ist überall. Die Ratten werden sich ausbreiten. Sein Urteil ist gefallen. Und werden wir noch Zeit haben? Ändert das was? Gehen wir einfach. Moment, Kleiner. Ich nehme die Zügel. Ich muss irgendwas tun. Dass immer die Guten sterben müssen, das hätte ich ihm jetzt echt nicht gewünscht. Wie weit noch bis Marseille? Nicht weit, schätze ich. Amicia, geht's dir gut? Nein, ich hätte... Hättest du nicht. Keine Ahnung, wie du überhaupt noch stehen kannst. Du hast alles gegeben, Amicia. Das wusste er auch. Und du hast ihm gegeben, was er am meisten brauchte. Den Tod des Grafen. Nein, Freunde. Und eine echte Bestimmung. Ja. Er hat sich für uns geopfert. Er soll nicht umsonst gestorben sein. Jetzt müssen wir Hugo finden. Das wird ein Problem. Marseille ist so verdammt groß. Dieser Nebelausbruch hat bestimmt Spuren hinterlassen. Was dort auch geschieht, Hugo ist mittendrin. Woher wissen wir, dass er noch lebt? Ich hoffe auf irgendein Zeichen. Ja, und ich glaube, die Action wird groß werden, nachdem wir hier diesen Flammenwerfer haben. Ja, das ist er. Aber das dürfte kein gutes Zeichen sein. Nein, bestimmt nicht. Was ist das für ein Lärm? Kommt er aus der Stadt? Er kommt aus dem Boden. Ja, liebe Leute, ihr solltet vielleicht alle flüchten. Lauf! In der Stadt ist etwas Schreckliches passiert. Was? Was ist passiert? Flieht in die Hügel. Nein! Zum Meer! Suchen wir ein kleines Boot! Das ist gar keine so schlechte Idee mit dem Boot. Die Hölle wurde geöffnet. Marseille ist verloren. Der letzte Ruf. Der Makula. Mama! Wir müssen zurück und Mama suchen. Und jetzt zum Schluss noch mal der komplette Showdown. Steh auf. Ich kann nicht. Mein Bein. Du musst. Wir brauchen mehr Helfer. Hält das Ding auf. Marseille. Sie verbarrikadieren das Tor. Warum? Weil das Grollen von der anderen Seite kommt. Und die Leute, die noch da drin sind, die sind schon tot. Mach weiter. Und jetzt? Es gibt noch ein anderes Tor, aber das Heu liegt im Weg. Warte, wir haben die Kanone. Kannst du sie bedienen? Ah, ich hab's doch gewusst. Warte. Du schiebst hier. So müsste es gehen. Ich hab's raus, glaube ich. Dann los. Griechisches Feuer? Ja, der Graf hat sich ein paar Wagen vom Ort gesorgt. Wir gehen also hinter diese Mauern? Denk jetzt nicht. Ja, ich glaube, das müssen wir, um Hugo da irgendwie halbwegs zu beruhigen. Gehen wir, Sophia, und weiter geht's! Okay, das fühlt sich jetzt dezent an wie Battlefield. Oh, wir werden so viel Stress kriegen hier drin. Dieses Beben kommt nicht aus dem Boden. Nein, es kommt von den Stadtmauern. Das ist wie ein Herzschlag. Sein Herz, das sie führt. Was meinst du, wie viele? So fängt zu viele. An. Was? Unsere Strafe. Was zur Hölle? Nein. Schneller, Sophia, ja. Schneller! Holy shit! Was zum... Meine Güte! Es werden immer mehr! Wir sind alle hier! Das ist das Ende! Wir sind nicht schnell genug! Die Pferde können nicht schneller! Viel zu nah! Ja, ich weiß nicht, was ich sonst tun soll! Hoffentlich! Was? Bitte, bitte! Langsamer!
Unglaublich. Verfolgen Sie uns nicht mehr? Sieht so aus. Was? Okay, ich nehm's zurück. Das war jetzt heftig. Aber mega geil inszeniert. Öko. Sophia! Hier drüben! Wer ist verletzt? Wer nicht? Wir sind da. Ich war noch niemals in Marseille. Tja, du kommst zur besten Jahreszeit. Suchen wir meinen Bruder. Ja, die beste Jahreszeit. Wir sind gerade am Renovieren. Und so wie es aussieht, neues Kapitel. König Hugo. Hugo, Entschuldigung. Ah, das heißt nichts Gutes. Dich kann doch nichts aufhalten. Stimmt. Ich vergesse es nur manchmal. Lukas, ich muss schon sagen, es ist eine Ehre, denn du bist an meiner Seite. Du bist viel zuverlässiger, ruhiger und freundlicher als sonst wer. Ich weiß nicht. Du bist meine Familie. Sagt ihr all das, weil ihr denkt, dass ihr sterben werdet? Ihr werdet noch sehr lange leben. Ihr schafft es. Und das ist ein Befehl. Er muss leben. Er verdient etwas viel Besseres als das. Gut. Pass bitte auf. Ja, und weiter geht's. Aber an der Stelle gibt's mal ganz kurz eine Schnittpause für euch. Und dann geht's gerade wieder weiter. Bis gleich. Und schon bin ich wieder da. Für euch nur eine Sekunde, für mich mal 10 Minuten kurz Pause machen. Ich nehme das Ganze hier mal Code auf. Denn ich werde jetzt bis zum Ende kommen. Das dürfte nicht mehr allzu lange dauern. Sie wirken wie eine Armee. Das sind sie jetzt auch. Ja. Mit Hugo als ihrem Anführer. Das war schon immer sein Lieblingsspiel. Erobern. Tja, da lebt jemand seinen Traum. Mal sehen, was da drin ist. Ja, hoffentlich noch Gutes für uns. Oh geil, wir haben mal Werkzeug, aber das wird vermutlich auch nicht reichen. Shit. Mehr Bolzen. Ist in der Lage, Gegner voll mit Hilfe zu töten. Oh, ich glaube, ich mache das mit dem Töten. Das könnte noch praktisch werden. Viel besser. Gut. Ich hoffe, er lässt uns halt. Holy shit. Wer überlebt hat. Eine Nelke. Die erste Blume, die mir Hugo gebracht hat. Kurz bevor wir dich kennengelernt haben, Lukas. Jetzt fühle ich mich alt. Die Blume zaubert sicher ein Lächeln auf sein. Okay, sorry für den Schnitt da. Ich wollte sie nicht unterbrechen. Oh, was zum Teufel ist das denn? Da soll man hin? Was zur Hölle? War
das? Er ist nun eins mit der Makula. Wir gehen da also wirklich rein? Es tut mir leid. Schon gut. Ich hatte meinen Spaß, denke ich. Und mein Boot ist sowieso ein Wrack. Doch sag mir, können wir es aufhalten? Wenn wir zu ihm gelangen, vielleicht. Aber das wird da unten bestimmt schwierig. Hör zu, ich gehe. Ich bin die, die... Amicia, wir brauchen das, was ihn mit dieser Welt verbindet. Und wir alle stehen ihm nahe. Also... Gehen wir rein. Ich bin... Du lebst. Ja! Ist es gebrochen? Nein! Es ist nur... Geht es euch gut? Sophia ist verletzt! Ich versuche euch zu erreichen. Nicht bewegen. Sag ich doch, ich bin nicht gemacht fürs Festland. Fürs Fliegen auch nicht, wie du siehst. Entschuldige. Nein, bitte. Du hast mehr als genug getan. Lukas und ich haben das schon einmal erleben müssen. So in etwa. Eine Legende ohne Seeleute, hä? Das ist traurig. Geh und komm mit ihm zurück. Wir sehen uns unter der Sonne. Geh weiter. Hugo ist ganz nah. Ah, wirklich. Wir müssen es jetzt wirklich da lassen. Ich glaube, es wäre wirklich nicht schlecht, wenn Hugo sie sieht. Bist das wirklich du? Amicia, hier bin ich. Hey. Und Sophia? Sie kann nicht laufen. Bleiben nur wir beide. Wir können es noch schaffen. Siehst du das Mauerstück da unten? Die Ratten umgehen es. Treffen wir uns dort. Ja. Aber warte, Moment! Ein Fehler und... Ich weiß, aber ich habe mitgezählt und sie halten einen immer gleichen Rhythmus. Wir können es zwischen zwei Wellen schaffen. Oh Gott. Na gut. Das ist schon ziemlich... Sorge, ich folge dir. Ja, Moment. Das ist schon ziemlich krass, was hier abgeht. Der hat die ganze Stadt einfach fertig gemacht. Und tut mir leid, natürlich braucht es hier ein Foto. Und so bitte maximal scharf sein, danke. Holy shit. Okay, dann schauen wir mal, dass wir hier nach unten kommen. Nachdem die Welle hier da weg ist. Schnell. Holy fuck, das wird eng. Es hat geklappt. Ja. Wir müssen. Jetzt! Ich glaube, das schaffen wir nicht. Nope. Ja, doch, das haben wir nicht geschafft. Ah, dachte ich, zieh gerade mal durch. Oder müssen wir zuerst zu dem da unten mal schauen, was passiert, wenn die wieder kommen. Sind wir hinter dem Mauerstück sicher?
sieht nicht so aus, aber wir probieren es trotzdem. Schnell dahinter rein. Das war's. Ich bin hier. Holy fuck. Wir warten noch mal eine kurze Runde. Lauf, 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 lauf. Vorsicht! Das Tor scheint zu klemmen! Warte, warte! Ah, jetzt nicht mehr. Bist du bereit? Denke schon. Sie kommen. Na los, mach schon! Ich lass sie nochmal durchgehen. Nächste? Das da unten? Ich warte noch mal. Jetzt! Nein, nein, nein! Nein, scheiße. Helle noch mal. Bitte halte! Nein, nein, weg da! Los, los! Oh, 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 oh. Das wird eng, das wird eng, das wird eng, das wird eng. Wahnsinn. Mein Herz. Das hält und los. Na schön. Und hier jetzt? Da. Lauf, bitte lauf. Die Mauern müssen halten. Komm schon, Lukas. Bin bei dir. Die Brücke, schnell. Ja, und jetzt? Wir sind da. Wir sind in Sicherheit. Das will ich jetzt nicht sagen. Nur wie lange? Er ist da, Lukas. Sieh dich an. Unter einer Decke versteckt. Als wärst du traurig. Der Nebel verdichtet sich immer mehr. Da drin muss einiges los sein. Was wird uns wohl dort erwarten? Schwer zu sagen. Vielleicht ein riesiger Tiegel, in dem die Makula Hugo und der Nebel verschmelzen. Die Visionen des getäuschten Kindes lösen sich in der Atmosphäre auf, verändern die Welt. Es ist die letzte Schwelle. Keine Naturgesetze mehr. Und wir müssen auch da hinein. Um deinen Bruder zu erreichen. Na schön. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.